Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Das dritte Video zum Fall Luke Mockridge. Ja, es geht weiter. Es gibt ein paar neue Informationen, ein paar Reaktionen und wir wollen gemeinsam das Ganze nochmal thematisieren, kommentieren. Ich habe mir von Alicia Joe sagen lassen, das betreute Gucken, das Kommentieren, das Einordnen oder auch mal das Ganze aus einer anderen Sichtweise zu beleuchten, ist nach wie vor sehr angesagt und deswegen wollen wir diesen Service hier natürlich liefern. Wie geht's los? Wir arbeiten uns mal wieder, das hat jetzt mittlerweile in diesen Streams hier gute Tradition, durch einen Post vom Spiegel-Magazin auf Instagram durch. Es geht los mit, was Tara sagt. Sie ist selber Kolumnistin, heißt das dann, glaube ich, beim Spiegel-Magazin. Hat selber auch einen Instagram-Kanal, ist auch Aktivistin. Ich glaube, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend oder irgendwie als Kampfbegriff, sondern ich würde sie in die Woke-Bubble sortieren wollen. Das meine ich wirklich nicht als Kampfbegriff, sondern ich würde mich auch wundern, wenn sie das selber anders sieht. Also alle Takes, die ich von ihr sehe, sind im Grunde... Also ich habe mich mit dieser Person noch überhaupt nie beschäftigt. Ne? Okay. So, daher kann ich dazu erstmal noch nichts sagen, aber... Ja, gut. Aber also wie gesagt, das ist einfach nur... Vielleicht könnte ich es einfach auch weglassen. Aber wie, ne? Die schon guckt, ey. Wie die schon guckt, war doch klar. Nee, also, es stimmt natürlich. Also wieso mache ich jetzt diese Einordnung am Anfang? Spielt eigentlich keine Rolle. Ich wollte einfach nur kurz ein Gefühl dafür geben, was wir uns jetzt anschauen. Aber wenn man jetzt immer, ne, man muss sich ja selber immer prüfen aufgrund von Argumentationsstrategien, war das jetzt vielleicht schon ad hominem? Wollte ich jetzt schon die Leute darauf einstimmen, was sie jetzt gleich... Das war ein Framing im Prinzip. Framing, ne? Aber habt ihr gemerkt, das war ein Test, ist klausurrelevant. Ne? Das, was ich bis jetzt gesagt habe, hatte noch gar nichts mit dem Inhalt zu tun. Den schauen wir uns dafür jetzt mal an. Also, was Tara meint, also das, ihr Kanal heißt ja, was Tara sagt. Jetzt kommt, sie sagt wohl viel, aber was sie eigentlich meint, das kommt jetzt. Ich sag ja nicht, ich meine ja nur. Was Tara meint über Luke Mockridge und die Deutschen. Die Deutschen, das ist der Podcast von Nisa und Cheyenne? Boah. Ich glaube schon. Können diese Deutschen mal bessere Namen haben? Ich kenne das nicht hin. Sinan. Ja. Warum Humor und auch die Kritik daran Grenzen haben? Wichtig. Jetzt habe ich sie eben schon versucht zu framen in eine Woke-Richtung, aber hier hat jemand schon gemerkt, auch die Kritik an Humor muss wohl Grenzen haben. Wir gucken mal. Nach Witzen über Menschen mit Behinderung wurden Luke Mockridge und die Host des Podcasts, die Deutschen Nisa Akremi und Cheyenne Garcia, heftig kritisiert. Bis hierhin würde ich sagen, keine neue Info, das war genau so. Es wurden Auftritte abgesagt, Podcast-Sponsoren haben die Zusammenarbeit beendet, auf Insta und TikTok nahm die Debatte tagelang nicht ab. Auch das ist erstmal eine journalistische Feststellung oder Berichterstattung, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, das war so. Auch unsere Kolumnistin, da habe ich jetzt auch nur die Bestätigung, und ihr Namen Tara Louise Witwer hat die Aussagen verurteilt. Richtig und wichtig. Gut. Trotzdem fragt sie sich, wie weit Kritik gehen darf. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das fragen sich, glaube ich, derweil mehrere Menschen, weil die Kritik ja schon teilweise heftige Züge angenommen hat. Wir schauen mal weiter. Also hier kommt jetzt ein Ausschnitt aus ihrer Kolumne und wir lesen einfach mal. Ich kann alle drei nicht leiden. Das ist schon mal gut, um neutral darüber zu... gut, sie will vielleicht doch gar nicht neutral berichten, das ist ja erstmal ein Statement. Ja. Wichtig an der Stelle, ich habe am Anfang sie vielleicht geframed, aber ich habe keine Aussage darüber getroffen, ob sie leiden kann oder nicht. Und nicht, dass mir das jemand irgendwie unterstellt. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, ich kann dazu nichts sagen. Es geht weiter. Ich finde keinen ihrer Witze auch nur ansatzweise lustig. Ich finde es befremdlich und beschämend, wenn Luke Mockridge es besonders originell findet, behinderte Menschen beim Ertrinken zugucken zu wollen.
Sollen wir jetzt schon intervenieren oder soll ich es noch zu Ende lesen? Ja, lies es noch zu Ende. Oder wenn die Deutschen in einer anderen Folge darüber diskutieren, ob Frauen zu einem männlichen Gynäkologen dürfen. Gut, die Folge kenne ich nicht. Bleiben wir also bei dem, was hier vorher steht. Also ich werde dabei immer wieder so ein Stück weit fassungslos, weil das ist einfach wieder nicht das, was gesagt wurde. Es ist nicht das, was da passiert ist. Das ist die, mit Abstand böseste mögliche Interpretation, was da passiert ist. Ja, wird doch einfach in den Raum gestellt, dass er das originell findet. Das wurde überhaupt nicht gesagt. Ja, also ich teile das 100%, wie du das auch einsortiert hast eben. Ne? Im Prinzip macht hier Nisa den richtig dummen Take irgendwie und Mockridge, steigt darauf halt ein irgendwie und führt das, was gesagt wurde, ad absurdum. Und das verstehe ich bis heute nicht. Ja? Du kannst das Leuten irgendwie immer weiter erklären und irgendwie in der gesamten Medienlandschaft haben sich alle irgendwie darauf geeinigt, diesen Take absichtlich missverstehen zu wollen. Und das verstehe ich nicht, weil der Clip war ja da. Nisa sagt, wenn du die ins Wasser schmeißt, dann ertrinken die doch. So, und Luke Mockridge geht darauf ein und sagt, ja, genau, und wer am Ende überlebt, der hat gewonnen. So. Das ist einfach nicht, also das ist so. Ich verstehe das dann auch wieder nicht. Also, weil ich muss doch davon ausgehen, dass Tara den Clip doch hoffentlich, wenn sie schon den verurteilt, und wenn sie das so, wenn sie dann eine so starke Meinung dazu hat, dann muss ich doch davon ausgehen, dass sie es doch wenigstens gesehen hat. Also auch was soll dieser zweite Take noch? Also der hat ja nun mal nicht in dieser Folge stattgefunden, in der Mockridge da war. Das ist einfach nur mal so. Guck mal, so scheiße sind die halt eigentlich auch noch. Die kommen nicht scheiße genug irgendwie dabei irgendwie weg, so, sondern das sagen die halt auch noch. Das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Der Take ist ja komplett neu mit dem Gynäkologen. Ja, ich habe das auch noch nie gehört. Ich habe noch nie die Deutschen gehört. Das interessiert mich auch überhaupt gar nicht so. Aber ja. Okay, also von mir aus machen die halt schwierige Takes. Okay, so what? Alles klar. So, und das, was hier, das hier ist im Grunde eine Falschbehauptung. Also, das wurde nie gesagt, dass man das originell findet. Ja. Niemand hat gesagt, dass er das originell findet und dass er behinderten Menschen beim Ertrinken zugucken will. Also das ist so weird. Also immerhin wird da jetzt mal nicht falsch zitiert, was ja auch schon stattgefunden hat, aber das ist ja wirklich der Quatsch. Ein wilder Take. So, dann geht's weiter. Diskriminierung sei keine Meinung, schreibt Tara. Das ist auch so ein geiler Satz. Ja, okay. Ja, und was war jetzt die Diskriminierung? Das ist ja komplett, also. Ja, aber was war die Diskriminierung? Also was daran? Also das ist erstmal ein Satz, ja, da gebe ich recht, ja. So, Hass ist keine Meinung, ja. Also, okay, Diskriminierung ist warum nicht? Also es ist doch, also okay, ich hasse den und den, dann ist das halt meine Meinung. Okay. Ja. Also das ist ja auch noch falsch. Aber gut. Okay, gut. Wollen wir jetzt mal nicht irgendwie. Wir können noch tiefer rein. Diskriminierung sei keine Meinung, schreibt Tara. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, eben. Meine Meinung ist, ich möchte gerne diskriminieren. Ich stehe über anderen. Das ist meine Meinung. Damit stehe ich halt da allein von mir aus, aber es ist, egal. Auch interessant, ja, das stimmt. Okay. Dann, und nach unten treten kein Humor. Ja. Das gleiche gilt aber auch für grenzüberschreitende Kommentare auf den Profilen der Kritisierten. Also immerhin, das muss man ihr mal zugute halten, sie kriegt jetzt schon mit, dass das Ganze ein Problem ist, was nicht nur eine Einbahnstraße ist. Also du kannst nicht einfach nur sagen, okay, drei Idioten haben immer weiter nur Scheiße gebaut, das kriegen jetzt alles nur die Behinderten ab, sondern das Ganze schießt zurück. Auch die drei kriegen jetzt massiv, also irgendwie hat man hier was in die Wege geleitet, was am Ende irgendwie zu ganz viel heftigen und teilweise auch unnötigen Reaktionen führt. Ich überlege gerade, ob wir diesen Take nach unten treten, kein Humor. Wir haben da schon drüber gesprochen im Vorfeld. Also hier steht es ja so, nach unten treten sei kein Humor. Das habe ich auch
von vielen als Nachricht bekommen, die dann gesagt haben, ja, Sinan, ich weiß nicht bei dieser Mockridge-Geschichte, ob du da nicht vielleicht doch auf dem falschen Dampfer bist. Sie haben doch nach unten getreten. Und dazu haben wir uns ja auch unterhalten. Das versuche ich gerade mal ein bisschen nochmal zu erklären. In dem Moment, wo man sagt, zum Beispiel ein Witze, nicht mal über, sondern in denen jetzt irgendwie Behinderte vorkommen oder in dem Fall da sarkastisch drüber gesprochen wird oder auch mit sehr, sehr schwarzem Humor und man sagt, nee, das ist nicht okay, weil das ist nach unten treten, muss man sich klar machen, was man da sagt. Man sagt, Behinderte stehen unten. Mhm. Nichts anderes sagt man. Man sagt, die stehen unten und die sind schutzbedürftig und nach unten treten wir nicht. Das ist vielleicht noch ein positives oder nette gemeintes Motiv. Mhm. Aber was halt bleibt ist, du sagst, die können sich vielleicht nicht wehren oder wir müssen sie anders behandeln. Wir müssen sie bei Witzen, bei Humor müssen wir sie ausklammern. Egal, ob das lustig ist oder nicht. Man muss sich immer klar machen, am Ende, du hast es genannt, das Humorparadox. Das Diskriminierungsparadoxon. Ja. Also eben angelehnt im Prinzip an das hier vollkommen oft falsch zitierte Toleranzparadoxon von Popper, aber eben, du diskriminierst ja damit, wenn du sie nicht diskriminierst. Ja. Also wenn du sie da außen vor nimmst quasi. Natürlich sollte man nicht irgendwie per se Leute irgendwie diskriminieren, aber eben zu verbieten, dass ein Joke gemacht wird über eine Gruppe, die damit auch komplett homogenisiert wird. Also vielleicht gibt's ja, oder es gibt definitiv Behinderte, die da drüber stehen, die die Witze feiern und lustig finden. Ja. Im Prinzip sprichst du das denen ab, dass die so fühlen dürfen. Ja, du nimmst die. Und du stellst die quasi halt eben auf, du machst die zu Opfern. Ja. Das ist halt das, was dabei rausspringt einfach. So, und dann haben mir auch ganz viele geschrieben so, ja, aber es waren doch auch viele diese Behindertenverbände und die sprechen doch für die. Und dann sage ich auch das kann ich nicht, also ich finde es okay, es gibt Verbände und die versuchen für eine bestimmte Gruppe zu sprechen, aber du musst dir immer klar machen, die sprechen nicht für alle. Weil was machst du mit dem Behinderten, der dann einfach sagt, für mich sprechen die nicht. Für mich, ich möchte gerne für mich selber sprechen und ich fand das irgendwie nicht schlimm und derjenige, der einfach sagt so, ey, ich bin stark genug oder was weiß ich, ich lass mich davon nicht unterkriegen. Du musst nicht für den sprechen, du musst dich nicht für den stark machen. Hm. Und bei diesem ganzen Thema Diskriminierung, deswegen stört mich das ja auch bei diesem Humorthema. Diskriminierung findet ja bei, also reale Diskriminierung für Behinderte ist zum Beispiel Barrierefreiheit. Mhm. Ja, wo die wirklich, weiß nicht, da fehlt eine Rampe oder so und du sitzt im Rollstuhl und du kannst da nicht hoch so und du bist ausgeschlossen. Ja. Alle gehen da spazieren. Oder du musst in der S-Bahn nochmal zwei Haltestellen weiterfahren, weil der Fahrstuhl defekt ist. Und so, sowas ist richtige Diskriminierung und da kannst du auch nicht sagen, so, ja, jetzt steh doch mal rüber. Sei doch nicht so ein Opfer. Steh mal drüber. Genau, steh mal drüber. So, ja, kann ich nicht. So, das ist reale Diskriminierung. Aber wenn du so hingehst und sagst, so, wir müssen dich vor Worten schützen, da wäre ich dann nicht mehr so schnell dabei. Ja, vor allem stellvertretend, wir müssen dich schützen, weil du ein Opfer bist, das ganz da unten steht und alle anderen spucken auf dich herab. So. Muss man sich klar machen. Ist nicht ganz so einfach, dieser Take immer zu sagen, was nach unten treten ist und was nach oben treten ist. Also wo sortiere ich da Steve Hawking ein? Stephen Hawking? Ja. So, wo steht der? Ist der ganz unten irgendwie, weil der im Rollstuhl sitzt und halt ziemlich wenig am Ende dann nur noch konnte? Oder ist er vielleicht einer der genialsten Köpfe irgendwie des letzten Jahrhunderts? Ja. Darf ich noch einen Witz über den machen? Oder ist das nach unten treten? Oder ist das nach oben treten? Weil er ist, weiß nicht, am Ende war er, glaube ich, schon sehr wohlhabend. Mhm. Also, ne, es ist nicht ganz so einfach. Wir lesen mal weiter. Und das finde ich jetzt ist fast schon das stärkste Ding an der Geschichte. Alles, was ich gerne hätte, schreibt jetzt Tara, alles, was ich gerne hätte, wäre eine ehrliche Entschuldigung. Dabei steht sie mir gar nicht zu, weil ich nicht betroffen bin. Und also da sind so mehrere Sachen, die ich überhaupt nicht mehr verstehe jetzt. Also erstens, was hat sie davon? Sie braucht das für ihr Seelenheil. Sie hätte, also alles, was ich gerne hätte, wäre eine ehrliche Entschuldigung. Warum?
Von wem? Wieso? Warum, wie hart kann man sich in irgendwas reinsteigern? Ja. Ich meine, da merkt sie selber so, ah, leider steht's mir ja gar nicht zu. Weil ja, das ist dann gleich dieser intersektionale Wokey-Take halt irgendwie hinterher. So. Ja, so. Ich bin ja nicht betroffen. Und dazu wollen wir uns mal ein Video anschauen von Luke Mockridge selbst. Er hatte jetzt auf seinem Instagram-Kanal nämlich was hochgeladen. Das finde ich ganz interessant. Geht gar nicht so lang. Wir gucken einfach mal kurz rein. Denn das geht nämlich da auch um dieses Thema der Entschuldigung. Wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, ich war zu Gast in einem Podcast, der sich zur Aufgabe macht, möglichst alle Grenzen von Political Correctness zu sprengen. Und ich mache da einen Witz, der wirklich komplett beschissen ist. Ich werde dafür zu Recht komplett kritisiert und ich entschuldige mich sofort und sage, dass sie das offline nehmen sollen und akzeptiere alle Konsequenzen, die dann kommen. Und das mache ich, weil es das Richtige ist, was man in so einer Situation tun. Das ist richtig, das so zu tun. Alles, was danach passiert, ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, zu drohen, mich umzubringen. Es ist nicht richtig zu sagen, wir fackeln hier die Bude ab, wenn der spielt. Es ist nicht richtig, Veranstalter und meine Familie und Freunde fertig zu machen. Es ist auch nicht richtig, Christina Vogel in den Kommentaren fertig zu machen. Das ist alles nicht richtig. Es ist nicht richtig, dass unsere Debattenkultur von Zerstörungswut dominiert wird. Wenn eine Entschuldigung nichts mehr wert ist und wir nur noch den Leuten glauben, die sich am lautesten beschweren und die krassesten Drohungen aussprechen, dann sind drei Idioten, die in einem Podcast sitzen, das kleinste Problem. So, und ich finde, hier sagt er wirklich was super Interessantes. Also Tara schreibt, alles, was ich mir, also was ich gern hätte, wäre eine Entschuldigung. Er hat sich entschuldigt. So, jetzt werden manche sagen, aber das war eine Non-Pology. Hm. Der hat sich nicht richtig entschuldigt. Und dann denke ich mir so, okay, wer entscheidet das? Also auch da wieder so, gibt es jetzt so ein Playbook, du musst dich so und so entschuldigen? Und was ist, wenn du selbst das machst und dann sagt jemand, ich kaufe dem die Entschuldigung nicht ab, das sagt er jetzt nur, weil der Schiss hat, gecancelt zu werden. Und ja, dann? Also man könnte ihm vielleicht noch einen Whataboutism vorwerfen, so von wegen, ich entschuldige mich dafür, aber ja. Da kommt dann ja irgendwie so ein aber ich finde, die Entschuldigung ist schon also ist ein krasses Eingeständnis eigentlich, dass das ja, also kann ich in Ordnung finde, aber eigentlich finde ich, ist das schon. Ja, ich finde es eigentlich schon unangebracht, aber gut. Gut, aber das kann er ja für sich entscheiden. Ja, ja, also, und wie man sich entschuldigt, ist auch, also manche sagen, man kann sich gar nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten, meinetwegen. Richtig. Ist mir auch egal. Also am Ende geht es aber um folgenden Punkt. Er ist nicht sofort in die Gegenoffensive gegangen. Ist er nicht. Ja, er hat gesagt, bitte schneidet das aus dem Podcast raus. War ein mieser Joke. Es spielt ja keine Rolle. So. Aber, und das ist mir das Allerwichtigste jetzt, da gebe ich ihm absolut recht, wenn das keinen Wert hat, wenn das gar nichts ändert an den Reaktionen, dann haben wir ein Problem. Und ich höre dann auch immer wieder, habe ich gehört so, ja, Politiker sehen auch ihre Fehler gar nicht mehr ein. Und ich denke mir so, ja, ach nee, das bringt ja auch nichts. Es bringt gar nichts. Du hast keinen Vorteil, das zu tun. Ich kann diese ganze Aiwanger-Geschichte mit dem Flugblatt, viele erinnern sich noch, ne? Dieses Flugblatt, was Aiwanger ganz definitiv, er war es, das war nicht sein Bruder. Das war doch sein Bruder. Genau. Ja, was er da als Jugendlicher irgendwie verfasst hat. So, und dann habe ich von ganz vielen Leuten, mit denen ich auch da diskutiert habe und die da auch anderer Meinung waren als ich, die haben mir dann immer gesagt, er hätte sich doch entschuldigen können. Er hätte sich ja hinstellen können. Und dann habe ich gesagt, ja, was hätte er denn davon gehabt? Ja, das wäre das Richtige gewesen. Und dann habe ich gefragt, und dann hat so gesagt, oh, ist ein stabiler Typ. Nee, ich mag den eh nicht. So, und so, ach so, warte mal. Was genau wolltest du? Ja. Nee, aber ich finde, da muss man schon zustehen. Und, und dann wäre er in deinem Wert wirklich gestiegen? Nein. Hey, Moment mal, also du findest den doch einfach nur scheiße. Und das ist genau der Punkt. Tara Luisa hat doch schon geschrieben, ihr Eingangstake war, ich kann alle drei nicht leiden. Ich kann alle drei nicht leiden. Und dann, alles, was ich gerne hätte, wäre eine ehrliche Entschuldigung. Stimmt, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, ja. Wow. Du kannst alle drei nicht leiden. Wieso ist dir die Entschuldigung wichtig? Das ist, also eins von beiden kann nicht stimmen. Du kannst nicht sagen, ich finde die alle scheiße, aber mir eine Entschuldigung von denen ist mir super wichtig. Nein, macht euch doch mal ehrlich. Ihr findet den scheiße, ihr findet den Humor scheiße, ihr findet die Jungs scheiße und die Entschuldigung jetzt, das finde ich total, das ist, als ob,
Und Luke Mockridge hat es ja gemacht, er hat sich ja entschuldigt. Aber es hat überhaupt keinen Wert. Es hat gar keinen Wert. Das ist Quatsch, ja. Und jetzt kommt hier noch geil, aber wenn diese Entschuldigung nicht kommt, was dann? Man könnte auch fragen, aber wenn diese Entschuldigung kommt, was dann? Was dann? Das ist genau das Gleiche. Es ändert gar nicht. Es ändert gar nichts. Und dann, wann hört man auf, sie einzufordern? Ja, am besten sofort. Man fängt gar nicht erst damit an. Vielleicht. Man fängt am besten gar nicht erst an. Und jetzt komme ich zu einem Take. Also, wir lesen mal weiter, weil das wird dann noch, ist dann noch ganz interessant. Kommentare auf den Plattformen wie Luke soll sich endlich umbringen oder Luke Mockridge soll sich von der Erde wegcanceln, sind keine Meinung und kein Aktivismus und keine Forderung. Immerhin hat sie das eingesehen, ja. Der Wunsch, dass diese Menschen nie wieder eine Bühne bekommen, ist in der ersten Welle der Empörung vielleicht verständlich, aber nicht wirklich, aber nicht umsetzbar und auch nicht wirklich angemessen. Also man hat, hier schwingt so ein bisschen durch, ja, wenn es umsetzbar wäre, wäre es ja eine Option, aber Leute, hört auf, das zu fordern, das klappt halt nicht. Ja, das ist ja auch in Ordnung, dass, also, dass er sich jetzt halt nicht nochmal vielleicht fast umringt oder so. Also. So, und da möchte ich dann halt auch sagen, das war mir von Anfang an eigentlich ein Rätsel. Was genau möchte man eigentlich? Also, was wollte man bezwecken? Das habe ich nicht verstanden. Also, auch, und ich gehe da absolut mit. Also, das, was ja jetzt auch an Wieder-Backlash bei Christina Vogel, das war ja die, die im Rollstuhl sitzt, die Para-Athletin, die auch diese Petition gestartet hat, die hat ja im Prinzip das eigentlich groß gemacht, beziehungsweise dann, es gab ja dann diese Multiplikatoren, aber aufgrund dieser Petition wurde letztlich die Sat.1-Show gecancelt und so. Und ich frage mich bis heute, hat sich das jetzt für diese Person eigentlich so angefühlt wie erfolgreicher Aktivismus? Also hat sie jetzt, sitzt sie jetzt da, Entschuldigung, also offensichtlich, aber sorry. Okay. Ich distanziere mich von meinem eigenen Joke. Ich distanziere mich von ihm. Ja, bitte. aber ist sie jetzt der Meinung, jetzt habe ich richtig viel für die Community der Behinderten erwirkt? Nee, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also. Weil was genau ist passiert? Und da gehen wir jetzt nochmal in einen Fall rein, der ist schon fast ein bisschen unangenehm, aber ich habe es ja angesagt, wir haben Youssef, einen YouTuber, und der hat eine ganz persönliche Ansage an Nisa und Cheyenne. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich mache mal auf 1,25. Ich glaube, das kann man dann immer noch gut hören. Ich habe das Statement von euch gesehen, Nisa und Cheyenne. Und da hat ja der Nisar hat ja gesagt, jetzt geht's erst richtig los. Wir werden uns nicht beugen. Das waren deine Worte, Nisar. Du bist ein richtiger Mann. Du bist ein richtiger Mann. Ja, ja. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Youssef. Ich mache auch hier und da mal ein YouTube-Video, lade das auch hoch. Die letzten 9 Monate leider nicht, weil mein Sohn eine Blutvergiftung hat, eine Sepsis gehabt hat und ja, dadurch, durch diese Sache halt seine Finger und seine Unterschenkel abgestorben sind und sie wurden jetzt auch im Sommer amputiert. Ja, wir sind immer noch in Behandlung, also ich bin immer noch im Krankenhaus stationär, seit fast 9 Monaten. Und da habe ich in dieser Zeit euren Short gesehen, Nisar und Cheyenne, über Menschen, die keine Extremitäten haben. Ihr dreckigen Heuchler, ihr ekelhaften Menschen. Ihr seid so ekelhaft, ihr seid so dreckig. Aber kein Problem. Ja, nee, ihr denkt, ihr werdet im Hack, ihr denkt, ihr werdet im Recht, über Menschen zu sprechen, die keine Extremitäten haben. So, bis hierhin erstmal. Dann muss man jetzt sagen, also das ist ein persönliches Schicksal. Sein Sohn hatte eine Sepsis, ist jetzt Finger und Unterschenkel amputiert, ja. Und ich habe diesen Clip dann auch von Leuten zugeschickt bekommen und dann meinten die, boah, Sinan, guck dir das mal an. Ich glaube, du bist beim Mockridge-Fall wirklich irgendwie, das ist anders. Ne? Achso, ich dachte, ich habe das falsch verstanden, dass das dir aus einer anderen Intention geschickt wurde. Mir wurde das geschickt, und dann heißt es so, guck dir das mal an, so, ne, das ist wirklich nicht cool und so. Und ich finde, man muss dir mal ganz klar machen, also das, was der Youssef hier beschreibt, ist ein persönliches
Schicksal, eine Tragödie. Das ist was ganz Furchtbares. Ich glaube, da ist sich aber auch wirklich jeder einig. Also wirklich, da gibt es doch, ich glaube, niemand würde jetzt sagen, das ist witzig oder so. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt, das Problem, was hier passiert ist, hier kommen zwei Sachen zusammen, die überhaupt nicht zusammengehören. Das eine ist der krankeste, makaberste Scheiß irgendwie zu labern. Und ich kann verstehen, dass das für manche unangenehm ist. Und gerade für ihn natürlich, als Vater, der gerade das durchlebt emotional. Es ist das Allerletzte, sich jetzt diesen Clip anzugucken. Das gehört gar nicht zusammen. Man muss das immer so, es gibt so Witze, was kriegt ein krebskrankes Kind zu Weihnachten? AIDS. So. So, ja, ist natürlich mies. Ist das irgendwie? Hättest du letzte Woche deine Tante irgendwie durch, keine Ahnung, irgendwie Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren, fändest du es in dem Moment wahrscheinlich nicht exakt, witzig. Dann würde ich vielleicht sagen, oder weiß ich nicht, vielleicht habe ich einen kleinen Bruder, der an Krebs gestorben ist oder so als Kind, ja? Yeah. So, natürlich, dann sagst du, nein, sorry, aber das ist nicht der, das ist ja nicht der Witz. Ja. Der Witz ist dieses, boah, ne, so, was dann eben Schockmoment lustig sein kann. So, und jetzt, das Problem ist einfach nur, diese zwei Sachen gehören in dem Moment nicht zusammen. Das Internet, dadurch, dass Sachen hochgekocht werden, bringt Sachen zusammen, die gar nicht zusammengehören. Eigentlich, dann machen die ihren Podcast, machen scheiß Witze, ja, wahrscheinlich hätte Youssef das niemals mitbekommen. Mhm. Ja. Also wirklich das Hochkochen halt in den Medien. Hochkochen wird jetzt, kriegt jetzt jeder, der da irgendwie auch noch persönlich da haben wir dieses persönlich betroffen, in dem Fall ja im Familienfeld, kriegt dann diesen Clip zugespielt und kriegt eigentlich nochmal so eine emotionale Belastung obendrauf. Ja eben, der hat doch eigentlich genug Scheiße gerade. Genau, der hat genug Scheiße da dran. Kriegt er das um die Ohren gehauen. Und wir hören mal ganz kurz weiter, weil das wirklich interessant ist, wie, man muss es fast sagen, also wie falsch das dann auch wahrgenommen wird, oder ja, also Wahrnehmung ist nie falsch, aber wie, ich weiß gar nicht, wir gucken mal rein. Ja. Egal, okay. Okay. Ich muss ein bisschen lockerer bleiben, weil das ist ein sehr emotionales Thema, versteht mich nicht falsch. Wir leiden, die ganze Familie leidet seit 9 Monaten. Ja, mein Sohn, mit 3 Jahren wurde er amputiert. Wie gesagt, Unterschenkel beide weg, alle Finger. Also er hat nur Stümpfe als Hände und Unterschenkel auch weg. Also eigentlich genau das, was der Witz von euch war. Ne? Genau das, was der Witz von euch war. Was hat der Luke Modric gesagt? Luke Modric, okay. Wir schmeißen Menschen ohne Extremitäten, also auch meinen Sohn, also da direkt ein Front gegen meinen Sohn, ins Becken und dann schauen wir mal, wer als letzter ertrinkt, hat gewonnen. Aber und das ist genau der Fehler, der da passiert. Das wird jetzt übertragen. Es war, er sagt ja, es ist ein direkter Front gegen seinen Sohn. Und das war es halt einfach nicht. Genau genommen fanden sie es ja sogar selber bescheuert, das zu sagen. Aber wie will man das Leuten erklären? Und ich kann auch verstehen, dass er da gerade nicht keinen Zugang zu hat. Das kann ja, klar, dass er komplett emotional involviert ist. Natürlich. Das ist ja logisch. Natürlich. Aber also niemand der Beteiligten kennt seinen Sohn. Also wie soll man seinen Sohn persönlich meinen halt? Das ist, so, und das ist etwas, was wir hier erleben. Das ist für mich so dieses Internetphänomen. Hier kommen Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ich sagte, ich kenne Nisa nicht. Aber ich wüsste genau, also das, ich bin mir sicher, weil das, du müsstest wirklich ein kranker Psychopath sein, wenn Nisa nicht auch 2 Seiten hätte oder mehr, ganz viele Facetten. Einmal das, wir sitzen im Podcast, wir sprengen gerade mal den Rahmen von allem Sagbaren und so weiter und leben mit dem Schockmoment und spielen damit und machen unsere Jokes. Und wenn du Nisa in einem anderen Moment erwischst und du redest über ein persönliches Schicksal, über eine Tragödie, ja, dann wird er den Witz wahrscheinlich gerade nicht machen, weil da gehört der Witz nicht hin. Wahrscheinlich nicht. Ich schätze ihn mal als normales menschliches Individuum ein. Wahrscheinlich wird er ihn trösten. Genau. So genau. Wie und man würde, das halt macht. Ja, alter Scheiße, krass, exakt, was dir passiert. Ne? So und das ist so dieses Phänomen Internet, wo ich sage,
da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob uns das nicht früher oder später so alles komplett um die Ohren fliegt. Weil das passiert ja jetzt ständig. Das wird immer weiter passieren. Ja. Irgendwer macht, sagt etwas in einem bestimmten Rahmen. Du nimmst das raus, packst das in einen ganz anderen Rahmen und sagst, guck, ist total unpassend. Weil was ist denn die Konsequenz daraus, wenn wir das weiter spinnen würden? Dann würden wir sagen, okay, eigentlich ja nichts mehr sagen, nichts mehr, keine Ahnung, keine Grenzen ausloten, die irgendwer in einem emotionalen Zustand triggern könnte. Das ist ja diese ganze Geschichte mit Triggerwarnungen, mit Retraumatisierung und so weiter. Ja, dann, wenn du jetzt wieder, und ich mache kein Slippery Slope und ich mache auch keinen Strohmann, aber du musst halt das ein bisschen weiter spinnen, ja, eine Grenzwertbetrachtung machen und sagen, ja gut, irgendwann gipfelt das natürlich in, du musst immer vorsichtiger werden, alles in Watte einpacken. Ja, was halt also auch irgendwie das Handwerkszeug eines Humoristen schon sehr einschränkt, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sagen, ohne dass es ein Slippery Slope wird, aber ja. So, das ist halt das auch, das habe ich, ich gucke ja auch gerne so, hier, wie heißt er, Jimmy Carr oder hier Ricky Gervais. Ja, ja. So, und ein, was bei vielen ja so zusammenkommt, was man immer merkt, also es sind alles Comedians, die auch wirklich die heftigsten Sachen raushauen. Ne? Also Carr macht auch gerne halt so, der nennt sie dann immer Karriereender, Witze, wo man sagt, das kannst du einfach nicht machen, irgendwelche krassen Vergewaltigungsjokes oder so. Ne? Und aber eins, was sie häufig dann so im Subtext mitschwingen lassen ist, warum machen wir das? Warum treffen wir uns hier alle in dieser Show und machen das? Ja, es löst auch Blockaden. Hm. Also ich habe Freunde, die hatten auch persönliche, übelste Schicksale. Ja, ganz, ganz, ganz traurige Stories. Und die brauchen das manchmal. Die brauchen das, den krankesten Scheiß einfach mal zu sagen, rauszulassen. Denen geht es damit besser. Anderen vielleicht nicht. Aber das ist so halt so, in einer freien, liberalen Welt ist es eben so, dass du musst dir einfach das picken oder das nehmen, was für dich passt. Und was dir nicht passt, guckst dir nicht an. Ja, also auch durch diese Berichterstattung ist ja auch dir das Mittel quasi genommen, dass du halt einfach weghörst, was ja früher der normale Modus dann gewesen wäre. Ja. Boah, das kann ich gerade nicht ertragen, dann höre ich mir vielleicht einfach nicht an. Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, deswegen halte ich von diesen Empörungswellen und diesen Shitstorms nichts, weil es kriegt jeder irgendwann in die Timeline gespült. Mhm. Ich glaube, irgendwie fast jeder hat jetzt irgendwie diesen Mockridge-Clip von und die Deutschen da irgendwie in die Timeline gespült bekommen und ganz viele wahrscheinlich, die den gerade gar nicht gebraucht haben. Und viele, die aber einfach sagen, ich wollte einfach mal lachen, ich wollte, so, da kommen Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Und Tara schreibt dann weiter, wie sollen wir in der Gesellschaft weiterkommen, wenn alles schwankt zwischen totaler Diskriminierung oder totalem Einknicken? Ich verstehe den Take nicht so ganz, ich weiß nicht genau, was jetzt totale Diskriminierung ist, weil ich habe es eben schon mal erklärt, echte Diskriminierung ist für mich was anderes als drei Idioten machen schlechte Witze oder machen harte Witze oder was weiß ich. Das ist nicht totale Diskriminierung. Was totales Einknicken in dem Fall sein soll, weiß ich nicht. Ich würde ja gerne mal mit Tara quatschen, ehrlich gesagt. Also wenn sie das mal irgendwann sieht, ich bin immer offen für ein Gespräch. Ich frag mich ja eh immer, was dieser Internet-Petitionsaktivismus eigentlich bewirken möchte. Was ist überhaupt die Utopie? Die müsste mir ja mal zumindest jemand formulieren können. Müsste mir ja sagen, ja, also wir haben folgende Vorstellung. Wenn wir das oft genug machen, dann passiert was? Was? Ja. Ich finde es auch befremdlich, halt irgendwie diese harte Schwarz-Weiß-Sicht. Also es gibt nur dieses beides, also die totale Diskriminierung oder das totale Einknicken und gar nichts dazwischen. Das ist schon einfach also nichts Satz, einfach so. Das ist auch so geil. Also, hä? Aber auch der erste Satz ist alles, für mich sind alles Rätsel, was da steht. Es sind zwar Buchstaben, ich kann die lesen, aber ich weiß gar nicht, was da steht. Wie sollen wir als Gesellschaft, in der Gesellschaft weiterkommen?
Womit? Was? Was ist das Ziel? Ja, eben. Also der Status quo ist scheiße. Wir müssen ja quasi uns weiter progressiv in irgendeine Richtung entwickeln, weiterkommen, wohin für sie angenehmer ist. Also was ist überhaupt das Ziel? Also das ist, das müsste man ja mal formulieren. Und wenn es dann wieder ist, wir möchten Diskriminierung verringern. Ja, klar, absolut. So, deswegen sage ich ja, ne? Also gerade Barrierefreiheit, ein so krasses Thema. Also immer weiter damit. Weiter. Ich glaube, generell zu Tara eben, also wohlwollend, ne, müsste man schon noch einräumen, dass es uns beiden irgendwie nicht die Zahlung wert war, dass wir uns irgendwie die Kolumne da komplett durchlesen. Die ist ja wahrscheinlich hinter einer Bezahlschranke. Ja. Und wir jetzt mal wieder nur darauf eingehen, irgendwie, was Spiegel sich so gedacht hat, was cool wäre, halt irgendwie auf Social Media rauszuballern. Also ich gebe dir recht. Falls das kompletter sein sollte und Tara da irgendwie auch noch mehr irgendwie geschrieben hat, dann wissen wir das nicht. Dann wissen wir das halt natürlich nicht. Ja, genau. So, aber dann muss ich halt dazu sagen, also ich gebe dir da vollkommen recht, nur das ist halt das, was du vorgekotzt bekommst. Genau, das ist, was wir Idioten halt quasi bei Instagram wieder vorgesetzt bekommen. So. Oder wo sich ja auch eine Redaktion entschieden hat, das sind die geilen Takes. Genau. Die machen wir auf so ein 5-Slide-Gedöns und das sind die coolen Takes. Ja. Ja, und wenn man das so macht, dann darf ich auch genau darauf natürlich eingehen. Und dann kann ich mir nicht anhören lassen, das war ja nur ein Bait. Hm. Und du hättest jetzt klicken müssen und dann hättest du dich damit mal beschäftigen müssen. Ja, nee. Mach's halt richtig. Ja. Ist ja nicht mein Job. So, das sind meine aktuellen oder unsere aktuellen Gedanken zum Fall. Tja, könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr gehört habt oder im Stream haben wir es schon gesagt. Er ganz vor allem liest auch nochmal deutlich mehr Kommentare als ich. Also wir kriegen das mit. Deswegen, das ist nicht nur einfach eine Floskel. Ich freue mich und sage danke und auf Wiedersehen.